Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht und zwar aus dem Hause Playmobil zu ihrer Asterix Toyline, die 71160, die Wildschweinjagd. Ja, hier sehen wir die Verpackung. Wir sehen Asterix, Obelix, Idefix, ein Wildschwein und einen Baum. Ja, also mir gefällt auf jeden Fall schon mal das Packungsdesign. Hier auf der Seite haben wir auch nochmal Asterix, Obelix und das ganze Set quasi. Und hier auf der Rückseite das, was uns erwartet, nebst Action-Feature, dass Obelix den Baum umschmeißen kann. Ansonsten sieht man hier noch einige Sets, die beworben sind. Das große Festmahl, Trobadix Haus und Majestix Haus. Ja, dann würde ich mal sagen, packen wir das Teil mal aus und schauen uns an, was wir uns da Schönes bekommen. So, wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist das Set doch schon sehr kleinteilig. Ich habe schon so, also es sind auf jeden Fall sehr viele Tüten in Tüten. Das mal vorweg. Wobei ich dann so ein bisschen irritiert bin, warum man das dann so macht, weil hier haben wir jetzt so violette Blüten einzeln. Hier haben wir die blauen in der Tüte. Also irgendwie komplett inkonsequent. Ich werde das Zeug jetzt hinter der Kamera zusammenbauen. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und hier haben wir sie jetzt ja zusammengebaut. Also, ich bin jetzt erstmal soweit, finde ich das toll. Das Einzige, was ja doch schon sehr frickelig ist, sind beim Obelix die Schleifen. Die kosten dann doch so ein bisschen Mühe, die drauf zu machen, weil es ist schon klein und ja, was soll man dazu sagen? Egal. Also, wir sehen jetzt hier das Set komplett zusammengebaut. Wir sehen hier einmal Asterix. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Bei den Schwingen hier oben, bei den Flügeln, gibt es sogar links und rechts. Man hat ein Ersatzteil mit. Moment, jetzt kriege ich es nicht auf. Ja, dann muss man nur hoffen, dass es auch das Richtige ist. Naja, auf jeden Fall hier schön mit Prinz gemacht. Auch die Figur ist auch richtig, richtig klein. Also das ist, ja, ich meine, Asterix ist ja auch nicht der Größte. An seinem Gürtel hat er hier einmal sein Schwert und hier die Flasche mit dem Zaubertrank, die auch einen Print bekommen hat. Bei Obelix, wie gesagt, hier die Schleifen dran zu machen, das war schon richtig fies und frickelig. Ansonsten eine sehr schöne gestaltete Figur. Also auch hier voluminös, ne? Also das ist auch schön beprintet. Da kann man so echt nichts sagen. Das ist schon tatsächlich im Vergleich zu Asterix schon ein Hühner. Ja. Was ich auch sehr schön finde, ist hier, dass die Arme sehr flexibel sind. Man kann sie hier quasi hoch und runter machen und natürlich auch drehen. Das hat natürlich dadurch den Vorteil, dass man, wenn er jetzt vielleicht irgendwas hinten trägt, kann man ihm die Arme vernünftig nochmal so ein bisschen umdrehen. Oder auch, wenn er so eine Schelle gibt. Ne? Also, des Weiteren hat er als Zubehör quasi hier diesen kleinen Blumenstrauß mit den mit den blauen Blüten, wovon wir hier eine ganze Menge drin haben. Wir haben hier irgendwie 18 von diesen Blüten. Das heißt, wir haben jetzt noch drei, haben wir noch ja, als Reserve. Dann haben wir hier einmal
einen Standfuß, den wohl Obelix bekommen soll. Ich weiß jetzt nicht warum, weil ich finde, der steht hier sehr gut. Aber ist in Ordnung. Hier haben wir den süßen Idefix. Ich finde, ist der nicht knuffig geworden? Haben sie den nicht richtig schön knuffig gemacht? Also ich bin da, also wenn schon kein Highlight ist, also der Kleine hier, den haben sie richtig, richtig, richtig gut gemacht. Kann man so jetzt nicht anders sagen. Und natürlich darf auch das obligatorische Wildschwein bei der Wildschweinjagd nicht fehlen. Ja, das ist auch sehr schön gestaltet worden. Ja, natürlich so dieses typische Playmobil, eigentlich nur den Kopf bewegen. Aber soweit ist ja in Ordnung. Dann haben wir hier auch noch so einen kleinen Baum. Und hier kann man zum Beispiel noch weitere Blüten sehen. Wir haben hier so ein paar Pilze. Hier oben drauf sind dann noch ein paar violette Blüten. Und natürlich auch noch zwei Eichhörnchen. Und dieser Baum hat sogar ein Action-Feature, wie man das ja aus dem Film Asterix erobert Rom. Asterix erobert Rom? Nee, Asterix gegen Caesar ist das, glaube ich. Wo sie im Wald Falbala treffen und Obelix so total desorientiert. Oh, so dagegen haut und dann kann er hier gegen rennen und kann den Baum umschmeißen und Idefix kann da dann davor heulen. Ich meine, ich finde ich schon mal sehr nett, dieses Feature. So passiert da ja nichts, aber wenn man dann dagegen macht, ja, dann fällt der Baum. Haben sie auf jeden Fall sehr schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Nur mal so zum Vergleich. Asterix ist hier in dem Fall so circa 6 cm groß, Obelix ist so knapp an die 9 cm groß. Ja, und der Baum, ja, höchste Stelle ungefähr, na, nicht ganz 19 cm in der Höhe, kommt drauf an, wie man es jetzt nimmt, 16 in der Breite und oh, so 8 bis 10 in die Tiefe. Ja, und wie gesagt, es gibt auch einiges an Zubehör, also nicht gerade wenig. Da haben wir das. Also wenn mal eins von den kleinen Teilen verloren geht, dann hat man definitiv hier noch ein bisschen Ersatz. Was ich auch noch anzumerken habe, ist hier dieser Kippmechanismus, der basiert, ist hier quasi dieses Scharnier drinne. Dafür braucht man quasi diesen Schlüssel oder diesen Halter und das ist ein wirkliches Gedrücke, das da reinzubekommen. Also auf jeden Fall sollte sowas für ein Kind sein, sind definitiv die Eltern gefragt, da zu unterstützen, alleine mit den Schleifen an Obelixan, sowohl auch an den Kippmechanismus. Die anderen Sachen sind kinderleicht zu installieren. Die Teile sind, ja, das sollte kein Kind machen. Es sei denn, man will ihm schon die Lebenslust an dem Set verderben. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, alles sehr schön gestaltet, alles schön moduliert und ja. Hatte ich euch die Eichhörnchen auch mal richtig gezeigt? Weiß ich nicht. Hier sind sie. Also auch richtig. Auch die sind richtig toll gemacht. Die sind hier oben drauf, genau wie die Blüten aus solche Pinne. Das heißt, man könnte, wenn man jetzt sagt, ich möchte das Eichhörnchen hier haben, dann wechselt man halt einfach die Blüte. Was natürlich etwas ärgerlich wäre, wenn man sagt, ich möchte ein Eichhörnchen unten haben. Oder beide Eichhörnchen unten. Ich habe dann aber nur eine Ersatzblüte. Da muss man das dann so drehen, dass man vielleicht die hier hinten nach vorne macht, damit man das nicht so sieht. Aber ansonsten muss ich sagen, ein sehr schönes Set. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ja, ich kenne die Kritiken mit den,
mit den Nasen, die halt nicht dazu. Ehrlich, das sieht doch. Da kann man, also das ist Playmobil. Playmobil hat noch nie Nasen gehabt und ich meine, ich finde die richtig, richtig gelungen. Also, mir gefällt es. Ja, und sollte es euch auch gefallen haben, vor allem auch das Video, dann liked es, teilt es, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.